Raquel Crawford. Heute besucht der Ministerpräsident Nordrhein-Westfalens Hendrik Wüst und die Abgeordnete und Kandidatin für das Berliner Abgeordnetenhaus im Wahlkreis Grunewald, Hallensee, Preußenpark und Hohenzollerndamm, Sandra Kalabari, gemeinsam mit dem Spitzenkandidaten der CDU, Kai Wegner, das Sozialwerk Berlin. Nach einem herzlichen Empfang startete die Tour durch das Käthe-Tresenreuther Haus. Seit 2015 entwickelt sich das Sozialwerk Berlin zum überregionalen Stadtteilzentrum mit dem Schwerpunkt älterer Menschen. Was genau die sozialen Aufgaben sind, erfahren wir von Margit Hankewitz. Genau. Werden wir denn hier sehen? Hier werden wir die Menschen treffen, die entschieden haben, nach ihrer Rente nicht auf der Couch in Jogginghose zu liegen, sondern aktiv zu sein und etwas für sich selber tun, nämlich eine wichtige Aufgabe noch, einen Sinn eines Lebens zu haben und was für andere ältere Menschen. Wir arbeiten mit Ehrenamtlichen, mit 90 ehrenamtlichen Älteren zwischen 60 und 90 und helfen anderen älteren Menschen, die unsere Unterstützung brauchen. Und was genau, wie konkret sieht das aus? Sie machen auch Computerarbeiten und alles. Wir haben hier in diesem Haus die also Aktivitäten, sind. Wir haben 23 verschiedene Interessenkreise, über Malen, über Keyboard, über Computerschule, Gymnastik, Yoga, kreatives Gestalten, eigentlich alles, was den großen Chor natürlich, Singekreis, alles, was die Menschen brauchen, woran sie Freude haben, was sie machen wollen. Und wenn wir das nicht haben, dann werden wir es einfach hier initiieren und machen. Und unser Haus ist ja täglich geöffnet. Denn die Einsamkeit der Menschen ist auch am Wochenende der Älteren groß. Die Geschäfte haben zu, sage ich immer, und Fernsehprogramm ist auch nicht immer so toll. Die Ärzte haben auch geschlossen. Also kommen die Leute lieber am Wochenende auch am Wochenende her. Und dann genießen sie unser wunderschönes Kulturprogramm, unser Erzählcafé mit Schauspielern. Oder wir haben jetzt einen Bericht über den Jakobsweg, wo einer unserer 82-Jährigen mitgelaufen ist, der vorher allerdings mit 80 noch den Berlin-Marathon mitlief. Sie finden hier die älteren Menschen, die meinen, sie haben keine Zeit, krank zu sein und sie wollen ihr Leben aktiv bis zum hohen Alter verbringen. Wie wichtig so eine Begegnungsstätte für ältere Menschen? Also ich war schon häufiger im Sozialwerk. Frau Hankewitz ist ja wirklich eine unglaublich engagierte Frau. Sie empfängt jeden hier mit einem Lächeln, mit herzlichen geöffneten Armen. Und ich durfte bei der Seniorenunion mal hier einen Vortrag halten. Was ist denn so eine Abgeordnete? Was macht sie denn so? Wie bin ich denn überhaupt da hineingekommen in diese Thematik? Und das ist einfach schön. Es ist eine Begegnungsstätte mit so vielen unterschiedlichen Angeboten und es ist ein Ort, in dem sozusagen der Einsamkeit auch von älteren Menschen, aber wir haben auch gerade jüngere Menschen kennengelernt, begegnet wird. Und das ist einfach großartig und das brauchen wir hier. Im Keller des Hauses befindet sich eine Kegelbahn. Diesen Spaß ließen sich die Gäste nicht nehmen. Ja, wir waren jetzt gerade im Sozialwerk oder sind immer noch. Sie haben gebowlt, Sie haben gegessen. Was halten Sie davon? Was ist Ihr? Ja, eine tolle Einrichtung, wo Ehrenamtler mit einem ganz, ganz großen Herz für ältere Menschen, aber auch für jüngere Menschen da sind. Ein tolles Angebot haben, über 20 verschiedene Angebote, je nach Interessen, vom Kegeln übers Malen. Es wird gesungen und gemeinsam Karten gespielt und alles, was Menschen Freude macht, um Menschen auch ein Stück aus der Einsamkeit zu holen und Gemeinsamkeit zu stiften. Tolle Sache. Nach einem intensiven Gespräch mit den Bürger und Bürgerinnen klang dieser wunderbare Besuch aus. Ja, Sandra Kalabari hier eingeladen. Wir sind kurz vor der Wahl. Was für eine Chance bietet diese Wahlwiederholung für die CDU Berlin? Ja, Berlin ist eine tolle Stadt, aber der Senat ist nicht so dolle. Die Stadt kann mehr. Und ich kenne Sandra Kalabari, ich kenne Kai Wegner seit vielen, vielen Jahren, tolle Leute, die brennen für diese Stadt. Und deswegen hat die Stadt ein Stück weit eine Chance, auch besser regiert zu werden, ihren Möglichkeiten entsprechend regiert zu werden. Und ich drücke ganz, ganz feste die Daumen für die Wahl am Sonntag. Ja, wie aufgeregt ist man dann auch in NRW? Ja, ich fieber natürlich mit und hoffe, dass die CDU mit Kai Wegner dann am Ende wirklich auch gut vorne liegt. Die Chance ist da. War schön, der Besuch. War schön, auf Wiedersehen.
Wie wichtig war Ihnen das, dass der Ministerpräsident von NRW hier auch im Sozialwerk war, mit Kai Wegner zusammen? Frau Kallerbach. Ich habe mich natürlich sehr gefreut, dass der Ministerpräsident aus Nordrhein-Westfalen, Hendrik Wüst, sozusagen mir und auch Kai Wegner die Ehre gegeben hat, hier ins Sozialwerk nach Grunewald-Hallensee zu kommen. Da ich ja gebürtigere NRWlerin bin, ist mir das natürlich ganz besonders wichtig gewesen. Und das ist schon wirklich großartig gewesen. Ich habe mich wirklich sehr gefreut, dass er sich die Zeit genommen hat, hier uns in Berlin in unserer Wahlkampfzeit auch vor Ort in Institutionen zu gehen und zu unterstützen. Wie aufgeregt sind Sie denn? Es ist ja ein paar Stunden schon Wahl. Naja, wir haben noch ein paar mehr Stunden und ich glaube, es ist einfach wichtig für die Menschen, sich wirklich nochmal zu verinnerlichen, wie wird diese Stadt regiert, bin ich zufrieden damit, bin ich glücklich damit oder möchte ich gerne etwas verändern, möchte ich einen Neustart, möchte ich, dass es in den Bürgerämtern funktioniert, möchte man, dass in den schulischen Bereichen sich was verändert, da ich ja eigentlich Bildungspolitikerin bin. Und ich glaube, das ist ganz, ganz wichtig, dass da die Menschen nochmal innehalten und nach vorne schauen und sagen, was möchte ich? Und wenn es diesmal CDU ist, wäre ich natürlich sehr dankbar, wäre Kai Wegner sehr, sehr dankbar, wären wir in Berlin sehr dankbar, denn diese Stadt muss wirklich besser regiert werden.